Ja, Verhandlungshindernisse irgendwie gibt es halt auch. Also es ist noch lange nicht ausgemacht, dass das alles so reibungslos läuft, weil es gibt schon erhebliche Unterschiede und Interessendifferenzen zwischen den USA und der EU. Also angefangen in der Landwirtschaft, dass die EU eben, wie schon gesagt, mit den geografischen Herkunftsbezeichnungen, wo es um Lebensmittel und sowas irgendwie geht, das kann im Rest der Welt kein Mensch nachvollziehen, warum die EU da irgendwie so hartnäckig ist. Jetzt im Abkommen mit CETA haben sie sich irgendwie so darauf geeinigt, dass man bei zusammengesetzten Herkunftsbezeichnungen irgendwie ein Teil darf verwendet werden. Also Schweizer Käse, dann darf ich Schweizer Käse verwenden. Ist das dann irgendwie zusammenpassen. Dann die sanitäre und phytosanitäre Standards, das sind tatsächlich die Chlorhühnchen, die sich dahinter verbergen. Das ist auch umstritten. See- und Lufttransport ist von der US-Seite irgendwie, vor allem auch der AFL-CIO, also der Dachverband der Gewerkschaften in den USA, die ist da dagegen. Was ich schon erläutert habe, das Problem Vorsorgeprinzip versus wissenschaftliche Bewertung, wobei da eben mal die Position der USA, der EU-Kommission nicht ganz klar ist. Finanzsektor ist auch ein strittiges Thema, weil die USA nach der Finanzkrise jetzt reguliert haben wieder und wollen sich das nicht kaputt machen lassen durch so ein Abkommen. Öffentliche Beschaffung ist einer der wesentlichen Knackpunkte, weil in den USA dieses Buy American, also das Schulen zum Beispiel oder öffentliche Einrichtungen, dass die halt American kaufen. Und das ist sehr stark auf Bundesstaatsebene geregelt. Und da wissen die Verhandlungsführer noch gar nicht irgendwie, ob sie das verhandeln können. Also da gibt es bei denen in den USA selber noch Rechtsunsicherheit. Und die Bundesstaaten, die wehren sich größtenteils dagegen. Also Bundesstaat Maine zum Beispiel, der macht bei jedem Handelsabkommen irgendwie eine Klage oder wehrt sich dagegen, sowas zu liberalisieren. Und im Bereich der öffentlichen Beschaffung ist eben der US-Markt wesentlich geschlossener als der europäische Markt. Das ist also ein sehr hart umkämpfter Bereich. Das ist interessant für die EU, weil das so geschlossen ist. Da gibt es viel zu gewinnen und für die USA viel zu verlieren. Aber das wird ein Knackpunkt in den Verhandlungen sein. Dann öffentliche Daseinsvorsorge oder Public Utilities. Da können die Amerikaner zum Beispiel nicht verstehen, also warum die Europäer jetzt da so pingelig sind und so aufpassen wollen, dass das nicht alles liberalisiert wird. Also das wird auch strategisch verwendet in den Verhandlungen. Die Kommission benutzt das, die sagt, wir können da irgendwie öffentliche Daseinsvorsorge. Da gibt es enorme Bedenken in Europa und das ist ein heißes Eisen. Und deswegen wird verhandelt. Das heißt, ein Stückchen da, ein Stückchen da am Ende wahrscheinlich. Investitionen, was hatten wir da? Ja, mögliche Verhandlungsergebnisse. Man kann sich drei Szenarien vorstellen. Minimalszenario, nur Zölle abzubauen. Das ist aber irgendwie langweilig. Sind ja schon quasi weg. Maximalszenario ist nicht wirklich realistisch. Also wenn das Abkommen zustande kommt, haben wir so ein Szenario, wo dann in verschiedenen Bereichen halt über Kompromisse da ein bisschen liberalisiert wird und da ein bisschen liberalisiert wird. Bestimmte Sachen werden ausgegliedert möglicherweise, also die Verhandlungen über den Finanzsektor, wenn die zu heikel sind.
Oder über Investitionsschutz kann auch sein, dass man das vielleicht noch rauslässt. Aber wenn das mit CETA verabschiedet wird, wird man es aus TTIP nicht mehr rauskriegen. Ja, damit wird dann geworben. Also was gibt es zu gewinnen? Es gibt verschiedene Szenarien. Wir sind jetzt hier vom IFO-Institut für das zwei Studien für das Bundeswirtschaftsministerium, einmal für die Bertelsmann-Stiftung. Die haben verschiedene Szenarien gemacht. Und Zoll-Szenario war das, was ich gesagt habe, das Minimum-Szenario, das kann man vergessen. Binnenmarkt-Szenario würde bedeuten, also dass praktisch alle Regulierungen gegenüber der USA auf Binnenmarkt, europäisches, auf dem europäischen Binnenmarkt praktisch runter dereguliert werden, also dass es den gleichen Standard so wie, als ob jetzt die USA ein Teil der EU wäre, also auch unrealistisch. Ja, dieses Szenario wäre am realistischen, also so ein mittleres, obwohl das auch schon recht ambitioniert ist, da wird davon ausgegangen, dass die nichttarifären Handelshemmnisse um 25% reduziert werden. Und dann kann man sagen, ja, okay, die. Also Entschuldigung mal zum Verständnis. Was ist jetzt mit diesen Szenarien gemeint? Das begreife ich nicht. Was ist zum Beispiel das Binnenmarkt-Szenario? Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Das sind ökonometrische Modelle, das heißt Simulationen. Und beim Binnenmarkt-Szenario wird davon ausgegangen, dass alle Regulierungsunterschiede gegenüber der USA auf ein Niveau reduziert werden, dass es dem europäischen Binnenmarkt entspricht. Also gesetzliche Zulassungsverfahren und so weiter, keine Zölle mehr. Aber das wäre die Vorstellung, als ob die USA ein Teil der EU wäre. Und hier auch soll uns das 110.000 Arbeitsplätze bringen? Das ist eine Simulation. Ich meine, das Interessante ist ja, dass die Kommission da ja auch sich nicht schämt, unverhohlen zu lügen. Also auf öffentliche Anfragen haben die gesagt, irgendwie ja, dann haben wir jährlich hier irgendwie, was haben wir dann? Lernungszuwachs von 1,6% oder 25.000 Arbeitsplätze, das stimmt aber nicht. Die Szenarien, das ist ein einmaliger kumulierter Effekt über 10 bis 20 Jahre. Das heißt, das realistische Szenario, da hätten wir dann in 20 Jahren 25.000 Arbeitsplätze mehr. Das ist beeindruckend. Ja, zur Kritik, also wie gesagt, die Wohlfahrtsgewinne, die fallen erst ziemlich spät an und sind irgendwie verschwindend gering. Die Berechnung der Wohlfahrtsgewinne? Ja, Arbeitsplätze zum Beispiel, Reallohn zu wechseln. Die Berechnung der Kosten in den Modellen, also für nicht-tarifäre Regelungen, das sind Gesetze, Umweltauflagen oder so, die werden nur als Handelshemmnis angesehen. Nicht, dass sie auch hier irgendwie was zur Wohlfahrt, zur Gesundheit, zum Umweltschutz beitragen. Das zählt nicht in den Modellen. Verteilungseffekte werden überhaupt nicht berücksichtigt in den Modellen, also bei den meisten Handelsabkommen. Bei NAFTA auch, und ich finde, dass das massive Verteilungseffekte wäre. Substitutionseffekte, das ist ja toll, die Exportkosten.
Exporte Deutschlands in die USA, die wachsen, ja. Aber gleichzeitig gehen sie in alle anderen EU-Länder zurück. Also im Prinzip sind der Rückgang der Exporte deutscher Unternehmen in die EU, in andere EU-Länder, ist größer als der Zuwachs der Exporte in die USA. Lohnzuwächse werden berechnet gleich BIP, also Bruttoinlandsproduktzuwächse, entspricht ganz und gar nicht der jüngeren Verteilungsentwicklung. Makroökonomische Zusammenhänge wurden völlig vernachlässigt in den Modellen. Ja, Investitionsschutz, da ist nochmal disziplinierungserregt, hatte ich darauf hingewiesen schon, aber dass die Kanzleien dann schon frühzeitig irgendwie androhen, sie werden klagen. Es gibt keine klaren Rechtsgrundsätze, weil das vor privaten Schiedsgerichten verhandelt wird. Also eine privatisierte Deutungshoheit, unklare Definition, also was denn mit alles als Investition gilt. Das ist nicht eindeutig klar. Was eine indirekte Enteignung ist, ist nicht klar. Und das wird alles praktisch den privaten Schiedsgerichten anheimgegeben, das auszulegen. Das geht komplett am Rechtssystem vorbei. Das heißt, in entwickelten Rechtssystemen wie in Europa, Kanada, USA ist das völliger Unsinn.